Los geht's! Frankfurt, dort eine Stunde Aufenthalt und dann weiter nach Genua. Nadine und ich sind jetzt in Genua angekommen. Alle Koffer sind auch dabei. Jetzt schauen wir gerade einmal, wie wir auf das Schiff kommen, weil der Transport vom Flughafen daher zum Hafen ist wirklich ein bisschen strange und nicht so gut organisiert. Ich glaube eine Stunde Fußmarsch, Retour her, aber jetzt sind wir endlich beim Terminal angekommen und ich glaube, jetzt geht es nochmal um ein paar Minuten. Sie frisst mich gleich. Nicht nur ihn, sondern die Italiener. Weil deswegen fragt man vorher. Vorher stundenlang, ja knapp eineinhalb Stunden herumgeirrt sind, ist es jetzt mit dem Priority Boarding ratzefatz gegangen. Das heißt, wir sind jetzt da schon auf dem Weg ins Schiff hinein. Da steht oben 14 Uhr ist die Kabine fertig, aber wir werden jetzt da schon rauffahren ins Zehnerdeck und schauen, ob unsere Kabine fertig ist. Jetzt sind wir auf Deck 15, da ist der Hauptpool und auch ein tolles Restaurant. Und ich habe ja, wir haben das Video gesehen von Pascal und Melanie über die MSC Meraviglia. Und auf Deck 15 gibt es ein Buffet und zwar gibt es hier Burger. Und ich habe zu Nadine gesagt, wenn wir am Schiff eingecheckt haben, dann gibt es die Burger gleich am Anfang oder gleich danach. Ja? Und jetzt lassen wir uns die richtig gut schmecken. Kabine 1008. Wir machen das jetzt so Dolby Surround mäßig vom Filmen her. Den filmt auch. So. Ich halte die Karte. Geöffnet. Oh, ich bin echt schon gespannt. Ah, cool. Ja, ich weiß, was ich denn da ist. Wir sind jetzt da im Wohnzimmer, ja, unser Wohnzimmer hier, die 10.008. Und jetzt da gehen wir ins Schlafzimmer. Wir haben zwei Fernseher. Schau, wichtige Geschichte heute beim Herfliegen. Ja. Die Frage war, wie viele Fernseher haben wir? Wir haben zwei Stück. Ah, ist das cool. Das ist echt cool. Jetzt da schauen wir raus auf unseren großen Balkon. Da könnte man Fußball spielen. Der Whirlpool ist schon einlassen. Nadine und ich erkunden das Schiff hinter mir, die Sushi-Bar. Das ist ein Restaurant, das man extra bezahlen muss. Wir sind gerade im Abklären, was alles jetzt in unserem Getränkepaket dabei ist. Das heißt, Bier und Wasser wissen wir schon einmal, aber Cocktails sind dann auch dabei. Beim Aurea Spa waren wir jetzt da auch schon kurz. Das heißt, mal schauen, welche Massagen bei uns inkludiert sind. Das heißt, das managen wir auch noch. Und in knapp einer Stunde ist dann die Seeübung. Das heißt, da müssen wir uns an unserem Treffpunkt treffen. Wir sind in Station A und um 18 Uhr laufen wir dann aus. Mal schauen, wie das Wetter ist und das werden wir wahrscheinlich dann eh in der Kabine drinnen filmen. Rettungsübung ist abgeschlossen. In ca. 40 Minuten verlassen wir hier den Hafen in Genua und Koffer sind ausgepackt, meiner zumindest. Ja. Und ich habe auch schon eine Hose an, eine Badehose, weil wir schalten jetzt den Whirlpool ein. Thank you.
Nadine Meraviglia ist jetzt da ausgelaufen und wir haben jetzt da 18.30 Uhr. Die Nadine macht sich gerade fertig fürs Abendessen. Dann geht es runter ins Panorama-Restaurant. Wir haben ja den My Choice Dining Plan. Bedeutet, wir können zu jeder Uhrzeit zwischen 18 bis 21 Uhr kommen. Das brauchen wir auch nicht reservieren. Jetzt schauen wir, wie das funktioniert. Und ja, dann gibt es lecker Essen und Whirlpool war super warm und richtig angenehm. Darin einmal ein bisschen relaxen heute. Wenn wir wackeln, ist das der Wellengang und nicht das Glas Wein vom Abendessen. Nadine und ich sind jetzt da wieder in der Kabine und richtig K.O. Auf der einen Seite ein wirklich spitzenmäßiges Abendessen genossen, hinten am Heck im Restaurant. Und das Tolle ist ja wirklich, wir hier in der Aureas-Vitrine haben auch einen tollen separaten Bereich im Restaurant drinnen. Und wir sind heute wirklich gesessen am Heck und haben richtig hinten rausschauen können. Natürlich in der Nacht sieht man nicht so viel, aber wirklich tolles Ambiente gewesen und Essen war wirklich sehr, sehr lecker. Dann um 20.30 Uhr in der Show drinnen gewesen, das kann man alles über die App buchen. Und was auch sehr lustig war, dann wir haben jetzt eine Flasche Mineralwasser noch oder Wasser mitgenommen und ich habe einen richtigen Gusto auf Pizza gehabt. Das heißt jetzt dann noch am Abend um 10:30, ja, Pizza und Bier. Und jetzt sind wir richtig go. Jetzt heißt es nur mehr duschen gehen, schlafen. Morgen sind wir dann in Rom. Wir werden wahrscheinlich nicht von Bord gehen, schauen wir mal, aber wir werden das Schiff genießen. Und ja, in dem Sinne, gute Nacht und heute wird mal richtig gut geschlafen.